Ja, und am Ende noch was ganz Elegantes. Beim traditionsreichen Hallorenpokal der Wasserspringer gab es nach 9 Jahren mal wieder einen Sieg der Lokalmatadoren vom SV Halle. Gesprungen wurde dabei vom 3-Meter-Brett, denn von höher ist in Halle gefährlich geworden. Der 10-Meter-Turm ist marode und das hat Folgen. Die 13-jährige Lena Schneider vom SV Halle gehört zu Deutschlands größten Wassersprungtalenten. Am liebsten springt sie vom Turm. Allerdings wird diese Freude getrübt. Der Belag des Sprungturms in Halle ist seit Jahren marode. Der Belag ist sehr alt. Wenn man Anläufe machen will und der nass ist, dann rutscht man sehr schnell aus. Die Holzbretter, da haben die Lücken, da bleibt man sehr schnell hängen mit den Zehen oder mit den Fingern. Aber in Dresden zum Beispiel, da bleibt man nicht hängen, das ist so ein ganz Klatter, da rutscht man auch nicht aus. In Dresden und allen anderen Bundesstützpunkten liegt ein rutschfester Kunststoffbelag, Trademaster genannt. Den Turmbelag in Halle kennt Andreas Wehls, Sachsen-Anhalts Sprungwart und Olympiazweiter von Athen 2004, noch aus seiner aktiven Zeit. Auch Bundesstützpunktleiter Norman Becker weiß um das Problem. Wir sind der einzige Bundesstützpunkt, der nicht mit diesem speziellen Tretmasterbelag ausgestattet ist. Und das ist so ein großer Nachteil, man glaubt es nicht. Weil man sieht über den Belag, sieht auch gut aus, sieht auch gepflegt aus. Der ist einfach zu rutschig. Und vor allem bei schweren Sprüngen wie 4,5 vorwärts, den trainiere ich in Halle gar nicht. Weil es einfach auf dem Turm nicht möglich ist. Die Verletzungsgefahr ist einfach zu hoch. Also die Absprungplattform sollte natürlich top sein, damit wir auch Top-Sprünge zeigen können. Und von daher ist da, denke ich, der Belag schon wichtig und sollte dann an einem Olympiastützpunkt doch auch in einem guten Zustand sein. Die Gefahr ist real, dass Halle nach den Bundesstützpunkten Schwimmen, Rudern und Turnen durch einen maroden Sprungturm auch noch den Bundesstützpunkt Wasserspringen verliert. Das ist die Bedeutung, dass wir natürlich in den ganzen Strukturgesprächen mit dem BMI stehen, welche zukünftigen Bundesstützpunkte für 21, 24, 28 da eine Rolle spielen. Das ist aber eine Grundvoraussetzung, dass man eine intakte, auf hohem Niveau bestehende Sportstätte hat. Wenn dieser Belag halt so ist, wie er jetzt ist und da keine Intention besteht, den irgendwie zu erneuern oder auszutauschen, dann kann es sein, dass das BMI sagt oder DOSB sagt, na gut, wenn da nichts investiert wird, dann können wir den noch zumachen. Kosten für einen neuen Belag zwischen 70.000 und 90.000 Euro. Der Sportausschuss der Stadt Halle hat die Dringlichkeit dieser Investition bestätigt. Jetzt muss am Mittwoch der Stadtrat dem Sanierungsprojekt noch zustimmen, damit sich Lena Schneider und all die anderen wieder ungehindert in die Tiefe stürzen können. Ja, da sollte doch was zu machen sein.